Herzlich willkommen zurück in der neuen und ständig wachsenden Basis der Eierdiebe hier auf Scorched Earth. Wir sind nach wie vor fleißig am Mauerbau, wie sich das momentan so gehört. Das liegt ja im Trend. Und haben dann jetzt hier schon so langsam unser Areal abgezäunt. Mit dabei, wie immer, unser Asrak. Hi. Und unser Guzman. Moin, moin. So, ja, jetzt kommt er hier langsam ins Form an. Der Asrak ist auch dabei, ja, nach wie vor hier sein Rohr zu verlegen. Oh mein Gott. Ja. Das ich hat er nicht gesagt. Ne? Das hat er nicht gesagt. Ja. Vorsicht, ich bin bewaffnet. Genau. Damit wir auch ein bisschen was zu trinken haben. Ja. Das ist die Idee. Das Rohr kann man ja dann theoretisch später auch weiter nutzen, um vielleicht hinten an den See vom Obelisken zu kommen. Ja, das war ja die Idee. Wir machen erstmal den Brunnen und dann arbeiten wir zum Obelisken hin. Ja, genau. Weil die Brunnen ja leider leer werden mit der Zeit und sich ja wieder mit der Zeit auffüllen. Aber nur spärlich. Ja, genau. Das heißt, es ist keine dauerhafte Versorgung oder keine, auf die man sich immer verlassen kann. Wenn man am Kochen ist oder so und vielleicht mal mehr Wasser braucht. Und dann wird so ein Brunnen schon ein bisschen knapp. Und dabei fällt mir auf, ich könnte eigentlich mal Wasser trinken. Brauchst du es? Dann setze ich hier gerade ein Ding zum Nuckeln dran. Nee, ich sitze gerade da vorne an der Quelle ab. Oder hat das ein Käfer, dann trinke ich aus dem. Ich mag mein Wasser vorgewärmt. Mhm. Mit natürlichen Aromen. Genau. Ah, stopfrei, bitte. Was bist du denn für ein Thorny Dragon? Ah, oh, Level 10. Du bist nix. Gar nichts bist du. Ayuta. So. Wie weit? So kippt er nicht hoch. Wenn ich das hochkippen will, die Wasserleitung, dass er nicht nach unten abbiegt, sondern nach oben. Ach, das ist so ein. Ach, das ist ja, Blick, viel Glück Blickwinkel. Damit. Ah, dann ja. Versuch's mal mit der Q und mit der Z-Taste. Ah ja, okay. Das ist im vorletzten Patch ist das reingekommen, dass man durch die Snap-Ons scrollen kann. Das ist zwar noch nicht hundertprozentig in Ordnung, aber es ist schon mal eine Erleichterung für einige Platzierungsprobleme. Muss ich die wegnehmen? Machen wir das mal. Na, natürlich habe ich keine dabei, keine schrägen. Also. Yo, man! Oh! Ich habe ein Wasserproblem. Echt jetzt? Glauben. Ja, heul doch rum! Herrgott! Memme. So, jetzt trinken wir mal hier aus dem. Oh, also, das ist jetzt nicht wahr, oder? So. Wasser? Ach. Der Dödel hat mich hier durch die Gegend geschoben. Ja, ignorier mal die Bilder, die kriegst Ayuta. Ich glaube, wirklich. Red Moon verkneift sich jetzt gerade alle Kommentare. und auch Genie hat Probleme mit ihrem Kopfkino. Also bitte, meine Herren, ein bisschen mehr Contenance und nicht Karton. So, und wir brauchen schräge Rohre. Ja. So, jetzt wird's grillisch, weil mir geht die Pasta aus. Chitin und Stein. So. Das ist eine beliebte Methode, wie man halt Tore oder sowas platziert, dass man in die Außenansicht geht
Und da dann die letzte Passform vornimmt. So. Warum dieses Steintor? Ist relativ einfach. Die normalen 2 mal 4, also 2 breit, 4 Hochtore sind für den Morellatops leider nicht passierbar. Das ist im Prinzip eigentlich ein ziemlich idiotischer Fakt, aber es ist halt so. Während dieses Tor, obwohl es eigentlich, sieht man auch jetzt, sogar zu niedrig wäre, ohne Probleme passiert werden kann. So. Jetzt machen wir drüben auch noch ein Tor hin und dann hätten wir zumindest einen Teil nach vorne bereits so weit abgesichert, dass bis zum Kano oder bis über den Kano hinaus hier nichts reinrennen kann. Was wir Richtig. trotz dieser Mauer hier an Besuch bekommen können, ist natürlich alles, was von der Seite reinkommt. Und Paraceraterien, die eine 2x2-Wand durchaus überwinden können, je nachdem, in welchem Winkel sie versuchen, die Wand zu passieren. So. Machen wir das gerade raus. Hier haben wir jetzt den Punkt, dass ich mir natürlich nicht gemerkt habe, ob ich dieses Teil jetzt zuerst abbauen kann. Oh ja, ich konnte. Normal müsste das passen. Ja. Normal müsste das passen. Dazu muss ich da oben stehen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall einen Flieger. Viehzeug hier. Das ist ja interessant. Aber gut, den brauche ich sowieso nicht mehr. Ich habe gedacht, da hätte ich. So. Machen wir das nochmal. Bisschen Platz, damit ich in die Außenansicht gehen kann. Oh Mann. Morella auf der Flucht versucht mich umzurennen. War ja das Vieh, oder? Naja, der hat schon seine Gründe wahrscheinlich. Wahrscheinlich ein Stück weit früher hier hoch abbiegen müssen. Okay. Da geht das Ach Mann! System. Könnte trotzdem funktionieren. Man kann die Dinge auch im Fluge natürlich setzen. Also einen Flieger sollte man sich hier schon holen. Das wäre anzuraten. Da ist die Wasserleitung. Und wir müssen dahin. Wow, ich wäre fast von der Klippe gefallen. Okay, sag Bescheid, dass wir das mit im Kasten haben. Ja, so falsche. Mit dem Flieger oben gelandet an der Kante und eine falsche Taste gedrückt. Nicht Geil. hochfliegen, sondern absteigen. Ja. Schön seitlich What? runterfallen. Um. Unglaublich. Chris, grüß dich. Schönen guten Abend. Ja, und schönen guten Abend an die Eierdiebe. Ich werde es ausrichten. Dankeschön. So, Du siehst danke. richtig frisch aus. Natürlich bin ich frisch und frohen Mutes nach getaner 150er Arbeit. Motte. Eine 150er Motte. Die möchtest du Unglaublich. nicht in der Küche haben. Das ist Mofra. So. Wo ist die? Hier an der Steigung nach oben. Wo wir vorher ganz am Anfang runtergekommen sind. Vielleicht für die Richtung Zuschauer auch ganz Brunnen. interessant, was bringt uns eine Motte? Ja, es fliegt halt. Perfekt. Ja. Alles klar, das sind ja die Antworten, die wir so Die Motte hat keinerlei Angriffsfähigkeiten, bis auf eins. Sie versprüht so einen Nebel, der verlangsamt und Stamina aufbraucht. haben. Hat aber sozusagen keine
keine Möglichkeiten, diesen Angriff zu irgendwas weiter auszubauen. Das heißt also... Was Sinnvolles kann sie nicht. Dieser Nebel ist ein Dünger, beziehungsweise ein Wachstumsbeschleuniger für die Landwirtschaft. Ah ja, das wusste ich nicht. Das ist aber auch mal was. Ich wollte gerade sagen, also von daher wäre eine Motte schon nicht schlecht zu haben. Also sehen sie putzig aus. Ja. Und was heißt, wo war das, was du jetzt gesagt hast? Da in der Nähe des Brunnens. Moment, ich versuche sie zu finden. Wo ist sie denn jetzt hingeflogen? Ich glaube, hier vor mir, das ist sie. Kannst du eventuell versuchen, sie hierher zu treiben? Sekunde. Oh, nee, das war sie. Ins umzäunte Gebiet. Ich muss sie erst wieder finden, verdammt. Ich hab bloß die aus den Augen gelassen. Oh, sie ist direkt. Ah, sie ist schon im umzäunten Gebiet. Sie läuft praktisch in der Nähe des Tores, in unserem Gebiet rum. Das, ja. Was hier am Boden sitzt? Genau, das ist es. Okay. Mädel meint mir 150. Oh, Prachtmutter. Fällt mir noch nicht so. Versuch sie zurückzutreiben. Da oben wäre natürlich fantastisch. War natürlich jetzt das Problem. Du stehst. Dass wir Chitin brauchen. Jetzt hier erstmal eine Wasserleitung hin, dann trinken wir erstmal ein Schlückchen. Blödes Vieh! Ich hab noch zwei Feldflaschen. Das okay. Ist gut, das ist sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Genau, fall in die Basis, blödes Vieh. Jawohl! Besser geht's doch gar nicht. In was die Basis. Denn? Wir haben sie in der Basis gelegt. Was denn, eine Motte? Ja. Ja. Es ist zwar ein Männchen, aber gut. Ja. Ja, da ist eine Motte. Was ist denn das für eine? 45er Weibchen. Wenn du sie auch hier reintreibst, können wir sie auch noch dazulegen. Ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen. Oh, ein Airdrop. Das ist kein Tor, das ist schon geschlossen, oder? Doch, öffnen. Also eigentlich nicht anmachen. Ich mache zu viel Schaden. Gehen wir mal den Airdrop ansehen. Warum ist denn hier die Tür auf Aso? Aso, weil ich raus. Mir den Airdrop ansehe. Ja, nehme ich mal alles, den ganzen Scheiß, so. Abgang. Wenn du gerade den Gang rauskommst, Guzman, sie fliegt hier, sie hängt in der Wand fest. Klein bisschen außerhalb unserer Basis. Kommt sie gerade nicht weiter. Hm. Links rum, rechts rum? Hinten raus, einfach den aus dem Tor, hinten. In den Canyon. Wo müllen wir uns denn mal rein? Da oben ist sie. Ja, ich glaube, sie liegt. Ja, das glaube ich auch. Ja, wunderbar. Was fressen die denn? Bären. Bärchen, okay. Meoberries sind in dem anderen drin. Gut, dann schmeiße ich ja auch Meoberries rein. Ich bräuchte Chitin. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal auf die Jagd gehen. Es nützt irgendwie alles nichts. Wunderbar. Hier tröpfelt es von der Wand. Ich glaube, ich habe Scheiß gepackt. Oh,
Brauchen wir die Weibchen für Eier? Ja. Aber hinten ist noch 15 der Weibchen im Canyon im Rumfliegen. Ja, wir brauchen aber auch. Auch gut, oder was? Haben wir Narcotics mit? Ich hatte welche eingesteckt. Musste mal in den Schränken gucken. Also ich hatte welche mitgebracht beim ersten Transfer. Das weiß ich. Ich hatte jetzt noch einiges an Narco-Berries. Die habe ich in die Motte reingelegt. Dein täglich Chitin gibt mir heute. Na komm. Drei Chitin. Das ist aber noch nicht so toll. Wie gut, dass das nur ewig dauert, die zu zählen. Ah, die Chitin-Ausbeute hier ist noch nicht so gewaltig irgendwie. Arbeite dran. Haben wir irgendwo Gammelfleisch? Ich glaube im Alo. Und ich wette, ja. der Alo ist unterwegs. Ja, aber ich kann dir bringen. Dann kannst du dir holen. Wo bist du denn? Warte, ich muss sowieso. Komm zum Quetzal. Stopp. Wunderbar. Wie lange streame ich heute noch? Ich weiß nicht. Wir wollen noch ein paar Aufnahmen machen. Mal gucken. Noch keine Idee. Hör mal an. Erbleibe. So. Mal bitte noch Insekten. Ich bräuchte mal Insekten. Bist du ein Insekt? Nein. Ich sehe dich. Ach, der ist auch noch voll. Ein Chitin, so ein Mist. Das hätte man also nicht gebraucht. Gut. Nächstes Mal wissen wir's. Vielleicht hat der ja Chitin. Nee, Kreatin, na gut. Das ist auch, egal, ja. das geht auch. Chitin und Keratin sind diesbezüglich austauschbar. Den Braten gerochen, da ist noch einer. Doch, ich jetzt nicht mehr. Bin ich froh, wenn wir eine größere Basis haben. Ein bisschen mehr Auslauf für das Viehzeug. Mhm. Als immer so eng parken muss. Ja. Ein bisschen Narkotik. Ach, jetzt hänge ich in dieser Kackwolke. Mottenwolke? Ja. Heißmotte. Auch noch spielen. Ups, was war das? Das Element, das ist glaube ich nicht ein Angriffspartner, oder? Für den Alo. Nein, auf gar keinen Fall. Ein Angriffspartner, ja, aber du wirst hier den Kampf verlieren. Lauf, okay. Forrest, lauf. Ja. Also die sind selbst mit dem Rex wohl mit Vorsicht zu genießen.
Also es gibt ein paar Gegner, die man lange, lange Zeit lieber vermeidet. Das Steingolem ist einer davon. Mhm. Auf jeden Fall. Der Erdwurm ist sehr stark als Gegner. Ja, an die müssen wir uns irgendwann ranwagen. An die müssen wir uns ranwagen, wenn wir... wenn wir Mantis sehen wollen. Richtig. Und das wollen wir, prinzipiell. Weil wiederum die Mantis-Eier, die sehr schwierig zu bekommen sind, selbst wenn man welche hat, weil die Drecksviecher kaum legen, die werden verwendet für Kibbel, für den Steingolem. Ja, und so jagt man immer einem anderen Tier hinterher. Ja. Man darf eins nicht vergessen, bei unserem Start hier haben wir einen sehr, 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 sehr großen und sehr, sehr langen Leidensweg übersprungen, indem wir uns Flieger mitgenommen haben. Oh ja. Denn, den nativen Flieger hier zu zähmen, also das heißt den Adler, das ist schon eine Aufgabe für den Anfang. Ja, weil du hast hier praktisch als Grundflieger ja nur diese Motten. Ja, oder halt Argentavis. Aber das ist vom Anfang natürlich schon auch nicht gerade einfach. Nein, das ist nicht gerade einfach. Und vor allen Dingen, wenn du sozusagen ohne Ausrüstung kommst, vielen Dank. Also sie sind schon ziemlich heftig. Das ist doch gut. Der wird halt eine Weile dauern hier. So. Brauche ich Bärchen? Der Schmetterling hat mich jedes Mal zugekackt, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Das Schmetterling. So voll geschießen. Hier gibt es ja auch diese Krokodile, die hochspringen und einen aus dem Sattel zerren, ne? Ja, ja. An den Teichen und so, da kommen die hier vor. Ich bin am Teich, ja. Ja, sehr gut. Verschwinde. Auch kein Chitin. Mist. Ist hier unten kein Entnahmeteil? Oben auf dem Berg ist ein Entnahmeteil. Sacre Gloria. Das heißt, ich brauche einen Flieger. Hm.
verlaufe mich gerade. Das ist nicht gut. Nee. Will ich das? Nee, will ich eigentlich nicht. Bin schon wieder auf den Elementar gestoßen. Nervig. Ja, ja, der schmeißt immer noch nach mir. Voll der Arsch. Das Schöne ist, der gibt aber schnell auf. Der hat ruckzuck keinen Bock mehr auf dich. Ja, ja. Der macht nicht viel hinterher. Der ist sehr faul. So. Also im Hinblick auf die durchaus problematische Wasserversorgung muss man sagen, kann man froh sein, dass die Tiere nicht auch noch ein Wasserproblem kriegen. Doch, ja. Also stell dir vor, du müsstest sie auch noch tränken. Ja, also. Dann hätten wir wirklich Schwierigkeiten. Also die Schmetterlinge furzen so eine Wolke und dann bist du ganz langsam da drin. Das ist ein bisschen nervig. Und deine Ausdauer. Ja, das ist ihre Art der Verteidigung. Verteidigung, wie vorhin bereits erwähnt. Ja, nur bedingt, also. Terrorvögel sind so nervig. Machen nur Terror. Ja. Jutta, hier ist so ein Brunnen, haben wir gezaubert, und dann siehst du, die Wasserleitung geht jetzt straight away da hinten Richtung unserer Heimat. Ich kann das mit dem Schmetterling gerade nochmal demonstrieren. Da ist einer. Wenn du da mal herzhaft reinbeißt, da kommt diese Kackwolke. So, und jetzt hängst du da, kannst dich kaum bewegen und er haut ab. Bäh. Ja. Wie unverschämt von ihm, sich nicht fressen zu lassen, gell? Finde ich auch. Absolut. Ja, das ist genau meine Meinung. Das gehört sich nicht. Da oben sehe ich noch einen Skorpion, den will ich mir nochmal schmecken lassen. Ach, man müsste es auch mal demonstrieren mit den Kommandos geben. Man kann den Tieren ja mittlerweile genau sagen, wo sie hinlaufen sollen. Ja, was viel wichtiger ist, man kann sie in Gruppen einteilen. Genau, das auch. Wie im klassischen. Und nur die gewählte Gruppe empfängt den entsprechenden Befehl. Das ist eine sehr interessante Sache, weil das natürlich die handelsüblichen Dino-Knoten, ich hab J gedrückt, dann möglicherweise halt etwas reduziert. Das wird nach wie vor vorkommen, aber. Halt in deutlich geringerer Frequenz. Palen, du hast den anderen auf dem Schirm, den zweiten? Ja, ja. So, ich gehe jetzt erstmal mit der Beute heim. So, wie viel Chitin hast du denn? Was haben wir denn? Oh, Moment, ich muss erstmal rauswerfen. Ich habe momentan Steinäxte und so ein Mist. Drei Mottenweibchen in 51 Chitin und 57 Kreatin. Gut, ich gehe mal richtig welches holen. Mach mal richtig. Kann man den Papa machen, ne? Palen, würdest du dann gucken nach dem ich anderen? Ich gucke die Motten mir an, ja. Ja. Gut. Also üblicherweise ein günstiger Ort, um Chitin zu farmen, ist die Wüste. Echt? Wo bin ich jetzt gerade? Im Waldland oder was? Da du
keinen Marker hast, kann ich es nicht sagen, wo du bist. So, die zähmen aus, das sollte klappen. Sieht auch gut aus. Ich bin jetzt daheim. Gut. Ach, blöd bin ich. Hm. Mann, das wichtigste Utensil, was mit dieser Karte auch gekommen ist, habe ich nicht mit. Jetzt fehlt Stein. Davon müssten wir ja welche im Schrank stehen haben, ne? Das kommt drauf an, was du meinst. Kettensäge. Ah. Guck mal. Hier sind keine. Ah, doch, hier in dem Einschrank ist eine, ja. So, hier ist er. So, Benzin habe ich mit. So. Durch die Gewichtung der Ressourcen hier auf der Karte ist es, also beziehungsweise auch der Tiere und der Arten, ist es so, zum einen ist es im normalen Spielgebrauch eigentlich so, dass man auf die modernen Waffen, also sprich Sturmgewehr, Raketenwerfer und sowas mehr oder weniger verzichten kann. Bei den Höhlen hier auf Scorched Earth ist das eigentlich nicht der Fall. Man braucht also auch die modernen Waffen. Und wenn man Golems betäuben will, dann braucht man auch die Raketenwerfer oder die Kanone oder ähnliches. So, das ist das eine. Das andere ist, durch die Gewichtung sind neue Werkzeuge erforderlich. Könnte man sagen, so von wegen, was will ich denn eigentlich mit einem mit sowas über unmöglichen wie einem Kettensäge. Hier ist es sehr sinnvoll, sowas zu haben. Weil es einem halt deutliche, das Farmen deutlicher vereinfacht. Aha, das ist ein Steinkolem, den kann ich also gar nicht brauchen. Er ist auch wach geworden. Also besser weg hier. Schade, schade, schade. Die Credits in Spielerei und damit könntest du Sounds zum Beispiel abspielen. So, gut, dass ich hetzen muss, aber die Zeit ist auch schon wieder bei dieser Aufnahme rum. Und ich besorge uns mal ein bisschen mehr Stein. Oh. No. Wer hatte gerade gesagt? Sam. Ich glaube, das war ich, oder? Ja, dann. Na gut, dann werde ich mal die Reißleine ziehen an dieser Stelle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann hoffentlich mit frisch gezähmten Motten. Und verabschieden wir uns und wünschen euch noch viel Spaß. Ich gebe das Wort weiter an Usman. Ja, ich bin gerade dabei, mich flächendeckend mit fremden Leuten anzulegen. Also bis zum nächsten Mal. Oh oh. Yes. Du hast nichts gefallen, Leute. Aswak. Ja, ich warte jetzt nur gerade auf die Todesmeldung von Usman und wenn die nicht schnell genug kommt, dann sage ich auch schon mal Tschüss an dieser Stelle und er wird es wohl geschafft haben, dann bis zum nächsten Mal. Also dann. So.
Gibt es eine schnellere Methode, Steine zu holen, außer jetzt mit der Axt da irgendwie auf dem Stein rumzukloppen? Nee, ne? Dödel-Kurvus! Dödel. Haben wir Dödel? Gut. Ja. Ja, dafür haben wir ihn ja mitgenommen. Okay. Nehmen wir einen Dödel. Noch eine Aufnahme, ja? Ja, klar.